Cello Brook, was geht ab? Was geht ab? YouTube. Wir gehen jetzt wieder rein in Michel sein Abi aus Dubai, Digga. Ne? Der lebt ja gerade sein Good Life. Der beste Finanze. Er macht das schon. Digga, er lebt auf jeden Fall sein Good Life in Dubai und wir gucken uns mal an, was da alles abgeht, Digga. Er wollte sich ja mit Burak treffen. Fortsetzung ist, glaube ich, in diesem Video da. Vielleicht trifft er jetzt Nusret. Und damit ihr nichts verpasst, abonniert auf jeden Fall. Let's go. Meine lieben Freunde, da bin ich wieder für euch. Mann, Digga, das ist cringe. Heute habe ich mir fürs Wochenende... Digga, hat nein, sein Auto. Ich höre, er hat einfach nein, sein Lambo, Digga. dieses Prachtexemplar gemietet. Und Freitag, Samstag und Sonntag werde ich diesen schönen Lamborghini Urus fahren. In dieser wunderschönen orangenen Farbe. Hat er die Musik? Oui? Ja. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Einfach nein, sein Lambo. Es ist wirklich wunderschön. Ich habe es hier auf meinem Parkplatz geparkt. Digga, ist einmal in Dubai, mein Parkplatz. Digga, das ist Parkplatz von Hotel oder Apartment. Das ist so einer, wenn jemand sagt, ey, lass mal heute bei dir was essen, er wird sagen, ja, das ist meine Wohnung und so. So einer. Oh. Stimmt, du hast recht, ey, der soll mal Schlüssel zeigen. Vielleicht lügt er sogar jetzt mit Auto. Ey, das ist einfach Auto, er nimmt einfach auf. Doch. Ich bin hier im Parkhaus. Ich werde jetzt gleich losfahren. Das Auto wurde mir gerade geliefert. Ich freue mich sehr auf das Wochenende. Digga, der lügt zu 100.000% safe. Ihr habt recht, Digga. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Er kann ja einfach irgendein Auto aufnehmen. Trip. Und wir werden sehen, wenn mich die Reise führt. Da hat mich der Kollege verabschiedet, der mir das Auto gebracht hat. So ein, Digga, ihr dürft, ihr dürft alles in mir reinstecken, wenn das wirklich stimmt, dass dieser Typ sich verabschiedet hat, Digga. Wie kommt der drauf? Na, dann dachte ich kurz. Khan Foundation. Dachte ehrlich. Hier habt ihr einen Einblick auf mein Leben in Dubai gerade für die nächsten 3 Monate mit dieser wunderschönen Aussicht. Erlebt das Leben. Was soll ich sagen? Keine Kriminalität. Jeder ist anständig und... Der jeder sonst andere Farbe. Ich komme durcheinander, Mann. Höflich und nett zu Frauen. Respektvoll. Ein muslimisches Land. Du wirst überall mit Respekt empfangen. Ja, normal, die wollen dein Geld, Digga. In Dubai sind nur Leute, die Cash haben. Also oder sagt die wollen dich ausnehmen. Oder sagt er, die lieben ihn. Offiziell, dass er bald auswandert, oder was? Da war der Lambo, yo. Die Khan Fonds GmbH hat sich in Dubai eingenistet und hat ihre Holding gegründet. Es ist offiziell Khan Fonds GmbH. Jetzt auch in Dubai. Ich kann mir vorstellen, er packt nur die Songs extra drunter. Digga, keine Ahnung. Den geht auf jeden Fall nicht so gut, Digga. Ehrlich, also knacks. Jeder, der Interesse hat, vergisst nicht, mir eine kurze Nachricht zu schreiben. Kurze Nachricht, auch korrekt. Warum zeigt er uns aber seinen Rücken? Bruder, warum kauft er nicht Cape Cuts? Er ist doch so reich, Digga. Bruder, das ist nur bei diesen Free-Version, Digga. Hätte er gekauft, wäre das nicht da. Hätte er mal Premium geholt. Er ist doch Multi. Das kostet 5 Euro oder so pro Monat. Zeit nach Dubai auszuwandern, aber weißt nicht, wohin. Doch, nach Dubai. Ich erkläre es für euch. Dubai hat an jedem Hochhaus einen extra Platz mit Pool, mit Kinderpool. Einfach jedes Hochhaus in Dubai hat einen Pool und Kinderpool, okay? Diesen Spielplatz, wo ihr mit euren Kindern spielen gehen könnt. Außerdem gibt es in Dubai eine sehr, sehr geringe Kriminalitätsrate, sodass ihr unbesorgt mit eurer Familie und auch selber alleine als Frau hier nach Dubai kommen könnt. Die Frage ist, ist jetzt euer Spielplatz wegen Kind oder ist euer Spielplatz, weil er da spielt? Oder weil er uns zeigen möchte? Und euch keine Gedanken machen müsst, dass euch irgendetwas passiert. Die Gesetze in Dubai sind gelockert, also ihr müsst euch wirklich keine Gedanken machen. Und Dubai ist wirklich wunderschön. Ich zeige euch mal einen kleinen Teil. Hier sind die Spielplätze. So sieht es aus. Überall schöne Gebäude. Ich
hoffe, wir sehen uns bald, Leute. Man darf nicht vergessen, ich finde auch, das sieht schön aus, natürlich, Dubai hat sehr schöne Ecken, aber Dubai hat auch sehr schlimme Ecken. Natürlich. Ne? Aber das ey, man darf nicht vergessen, nicht komplett Dubai sieht so aus. Ja, ne? Das ist... Es gibt halt auch Ecken, Dicker. Die sind echt aber krass. Da gehen halt die Touristen nicht gar hin. Gar nicht also. Hin, da gehst du nicht hin. Da gehst du nicht hin. So, meine lieben Freunde, ich ja! bin bei CSN Burak. Digga, ey, das ist der Teil, worauf wir gewartet haben, Digga, dass er CSN Burak endlich trifft. Heißt auch CSN Burak? Ja, der ist CSZ, mit Z auf jeden Fall. CZN. CZN. Wir gehen jetzt rein, Leute, kommt mit. Wenn er jetzt, ja, ich weiß, wenn er jetzt mit Burak spricht, versprochen, 1000 Euro von mir. Ich werde jetzt zuerst meine Suppe essen, bevor wir zu dem Video kommen. Wir sehen uns. Bis gleich, liebe Freunde. Bruder, wo ist Burak, Digga? Wir wollen das Essen sehen, wir wollen Burak sehen. Als wenn er mit Burak zusammenarbeitet und er hinkommt, eigentlich, wenn Burak da ist, sollte er ihn schon bedienen. Ja, ja, das hat er. Er macht das ja auch. Auch für Fotos. Das macht man ja auch, das macht ja Dings ja auch, ne? Wenn bekannte Leute da sind. Klar, Nusret und so auch, natürlich, immer. So. Ah, Burak war sogar in der Türkei. Ich warte auf das abschließende Gespräch mit CSN Burak. Meine. Ja, mein anschließende. Es ist wirklich herrlich hier. Das Essen ist sehr, sehr lecker. Und wir freuen uns auf eure Rückmeldung bezüglich des Themas. Er steht schon da hinten. Nein, sag ja. Wie kann man so lügen? Ey! Er hat Lüge auf ein anderes Level gebracht, Digga. Ich glaub, er dachte, ey, das ist Burak jetzt. Er hat ganz einfach über den geredet, über diese Figur hier. Peinlich, Digga, ja, scheiße. Sehr, sehr lecker, es hat Digga. Gut geschmeckt. Vielen Dank, die geschäftlichen Gespräche sind vorbei. Digga, er redet mit einer Dings, er redet ey. Mit einer Pappfigur, er sagt geschäftlich. Kai sagt, ja. Digga, Burak ist seit einer Woche in Istanbul. Digga, wie soll das dann gehen, dass er ihn getroffen hat, Digga? Vielleicht ist er extra wegen ihm zurückgekommen. Und auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen, Digga. Lüge bitte. Auf anderes Level gebracht. Er soll nie wieder den Burak seinen Laden. Ich glaube auch, die Kellner haben gesehen, was er da macht und so. Die haben gesagt, der Mann soll nie wiederkommen, ehrlich. Um unsere geschäftlichen Angelegenheiten in Dubai zu klären, mit Einheimischen, kleiden wir uns auch dementsprechend, damit sich die Geschäftsseite gegenüber wohlfühlt. Mir steht diese Kleidung sehr, weil ich ebenfalls aus dem nahegelegenen 2000 Kilometer entfernten Afghanistan ursprünglich stamme. Momentan bin ich aber ein seriöser Geschäftsmann aus Frankfurt am Main. Voll seriös aber. Ich rede gleich mit Burak, der stellt sich vor eine Pappfigur und sagt, dass die Gespräche waren super. Ja, ja, den glaube ich. Bei denen lege ich auf jeden Fall mein Geld an. Investiere jetzt und du wirst es nicht machen. Oh, bitte guck mal seinen Blick an dabei, bitte. Guck einfach, guck seinen Blick an. Investiere jetzt und du wirst es nicht machen. Boah, ich glaube, wenn ich bei ihm investieren würde, ich würde mein ganzes Leben. Wenn du bei ihm investierst, Digga. Kann sein, du hast danach 200.000 Immobilien einfach. Ich würde mein ganzes Leben bereuen. Er macht dich reich. Ich kann euch nur sagen, liebe Freunde, Dubai war eine sehr gute Entscheidung für mich. Und wir haben vieles geschafft und vieles bewegt. Tschüss und gute Nacht. Gute Nacht. Ich bin gerade für dich in deiner Traumstadt Dubai. Vielleicht ist das nicht meine Traumstadt. Das ist auch das Problem, Digga. Vielleicht ist das doch gar nicht meine Traumstadt. Ja. Also, ich glaube, Dubai ist auch nicht meine Stadt. Also Nathan wird gerne nach Dings da, nach Ich will das Amerika. Mal gesehen haben, natürlich, Digga. Das ist ja auch nicht schlecht, Digga. Ne? Ich will mal Dubai gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Traumstadt ist. Seht es euch an. Der Yachthafen, wie wir es gewohnt sind. Mann,
diese Sound, man hört das doch, ich wusste, Digga. Hör mal die Sound. Man denkt, der Fahrer hat ihn gesehen. Schnelle Autos, wie wir es gewohnt sind. Ja. Und ich lebe jetzt hier in eurer Traumstadt Dubai und verbringe eine schöne Zeit. Aber warum redet er so in Zeitlupe und so und denkt er, das kommt dann besser an, oder was? Seriös? Wie ihr dazu kommen könnt, auch eine schöne Zeit zu verbringen, schreibt mir eine kurze Nachricht. Und du wirst es nicht bereuen. Warum wirst du es nicht bereuen? Weil die Khan Foundation sich umbenannt hat in die Drei-Finger GmbH Gesellschaft. Was? Drei-Finger GmbH Gesellschaft? Beschränkte Haftung. Schreib mir eine kurze Nachricht. Tschüss. Dort Drei-Finger GmbH, Digga. Da investiere ich auf jeden Fall rein, Digga. Hört sich sehr seriös an. Und ich glaube, diese drei Finger heißt auf jeden Fall, dass man sein Vermögen verdreifacht oder so. Irgendwie sowas, Digga. Ich weiß. Drei Finger GmbH ist der Neue. Das ist echt der Neue, Digga. Kaffee weg, jetzt drei Finger GmbH. Ihr seht selber, Digga. Der Mann macht alle Menschen reich, Digga, wenn er will. Big Moves. Baby bei Hamika. Big.